Hey Leute, heute mal eine Sache im Vergleich. Einmal der F50, einmal der F30. Beides Fußballschuhe, die für Highspeed-Spieler gedacht sind. Beides Schuhe, die sich auf den ersten Blick nicht sonderlich unterscheiden. Klar, es sind zwei unterschiedliche Farbversionen. Die haben wir jetzt bewusst genommen, damit sich gleich bei der Unterscheidung man nicht durcheinander kommt. Also orange ist der F50, blau ist dabei der F30. Fangen wir mit dem F50 an. Klar ist, der F50 kommt mit Hybrid-Touch-Material. Es handelt sich um ein weiches Material, das auch beim F30 eingesetzt wird. Zudem haben beide Systeme, beide Schuhe, wie man sehen kann, im vorderen Bereich das Dribble-Text-Material. Dribble-Text ist ein 3D-Material, das heißt, es ist nach vorne auf die Schuhe aufgetragen. Es ist ein Rautenmuster, was dafür sorgt, dass sich auch bei nassem Wetter ein gutes Gripverhältnis zum Ball ergibt und man auch so bei hohem Tempo die perfekte Ballkontrolle erhält. Hybrid Touch hatten wir gerade schon erwähnt, das heißt, das Grundmaterial der beiden Schuhe ist das gleiche. Hinzu kommt, dass beide Schuhe auf der Unterseite ein Speed Traction System haben. Speed Traction ist dabei das neue System, was beim F50 zum Einsatz kommt. Man sieht es hier sehr gut im vorderen Bereich. Es ist eine andere Nockenanordnung, wie wir sie zuletzt noch beim Predator hatten. Der F50 ist der einzige Schuh, der mit Speed Traction ausgeliefert wird. Speed Traction soll dabei schnellere Richtungswechsel ermöglichen und vor allem Drehungen auf dem Platz, Wendungen etc. Es ist ein System, was auch für schnelle Spieler gemacht ist. Unterschiede? Der F50 kommt mit einer Sprint-Frame-Sohle, wie hier sehr gut zu erkennen ist. Der F30 hat eine normale Sohlenkonstruktion. Hierdurch ergeben sich bei beiden Schuhen vor allem die Gewichtsunterschiede. Der F50 ist deutlich leichter wie der F30. Unterschiede haben wir zudem, wenn wir uns den seitlichen Bereich der Schuhe angucken. Im seitlichen Bereich des F50 ist Speedfoil angebracht. Man kann es hier sehr gut sehen. Und beim F30 fehlt dieses Feature komplett. Die F30 sind im hinteren Bereich einfach konstruiert, wohingegen der F50 mit Speedfoil auf ein Material setzt, was aus dem Segelsport kommt, besonders leicht ist, besonders dehnbar ist und besonders strapazierfähig ist. Speedfoil und vor allem auch die Sprintframe-Sohle sind die beiden Key-Features, durch die sich beide Schuhe unterscheiden. Der F50 erhält dadurch ein deutlich geringeres Gewicht als der F30, was die Hauptunterschiede der beiden Schuhe sind. Was jetzt für jemanden wichtig ist, muss man natürlich immer für sich selber entscheiden. Wir haben beide Schuhe als F30, das heißt, ihr kriegt den orangen als F30 und als F50, wie auch ihr kriegt den blauen als F30 und als F50. Solltet ihr Fragen zum Unterschied der beiden Schuhe haben, gerne über die Comments. Wenn nicht, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Ihr erreicht uns aber auch bei Facebook.